Hallo, hallo. Ich denke, ich bin wieder da, oder? Ja, sieht gut aus. So, jetzt start mal vernünftig hier. Netzwerkdienste sind gewährleistet. Ja, ich bin wieder da. Sehr gut. So. Boah, kriegst heute zwei Streams an einem Abend. Ja, musst du dir mal gönnen hier. Ja. Ah, ich weiß nicht, wann ungefähr war ich abgeschnitten. Was hast du noch mitgekriegt? Ich habe mit dir noch zwei Eiterfäulen. Wollen wir doch mal ein bisschen. Also so trifft deine Wahl ist ein sehr schöner Perk. Ja, ab wo? Was war das Letzte, was noch übertragen wurde? Das meine ich. Ist eigentlich abgeschickt. Scheinbar abgeschickt, jawohl. Nutze dein Angriff, geduckte Haltung. Ja, ich hab das Beispiel mal geschrieben. Dein Chat an den Opfer, alles klar. Gut, dann hast du ja nichts verpasst, weil geantwortet hat er nicht. Oder er hat geantwortet und es wurde einfach nicht zu mir übertragen. Das kann natürlich genauso passiert sein. Aber naja. Jetzt ist er wieder da und scheint auch zu laufen. So. Und jetzt lädt das auch vernünftig, wenn ich jedes Mal einer rausgeht. Aber wollte ich eigentlich wieder Survivor-Runden spielen? Als Killer macht es nur so lange Spaß, die Gegner nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind und wissen, was sie tun, wollte ich sagen. Sobald die gut zusammenspielen und wissen, was sie tun, ist schwer unter Kontrolle zu bekommen. Okay. Hi. Man kann es ja mal versuchen, ne? Alles klar, Junge. Ah, das da müsste der nächste sein. So. Habe ich aber nicht darauf geachtet, ob jemand in der Nähe ist. Ach, hallo David King. Der ist schon befreit, alles klar. Naja, passiert. Was? Ich stand doch nicht mal davor. Ich habe aber gerade was, was mir nicht gefällt. Das da nämlich. So. Du kriegst eine Falle, mein Großer. Nehmen wir dich mit. Ja, komm schon. Ist das auf der anderen Seite? Ne, hier ist er. Boah, wo sind die denn alle?
Oder haben die Verzerren? Das kann natürlich sein. Oder die sind wirklich so nah. Da läuft der Bill. So. Versuch's gar nicht erst mit jemandem, der mit der Maus spielt. So. Schön, dass der Arm so lang ist. Auch du, eine Falle. Und dann, ich bin hier nicht beim Keller, oder? Der Keller ist ja hier unten zufällig. Oh, der Keller ist hier unten. Yeah. Voll gut. Zufällig in der richtigen Location. Drüben der Generator. Das war ich. How about no? So. Meinst du ernst, ja? So, der Ash am Haken ist fast tot, das ist nett. Das war sehr klar. Ja, ich habe den Ash gesehen. Was auch immer sie da in der Lücke wollte. So, und dann bleibt als letztes, dass der Bill ist das, der seine Falle wieder losgeworden ist. Dummerweise. So, das sollte aber passen vom Platz her. Was haben die denn echt gerade befreit, ey, diese Säcke? Da läuft der Ash. Eigentlich gerade zu der Puppe. Den schnapp ich mir. So. So, der ist tot. Ich schnapp mir den. Hoppala, hier ist immer noch eine Sackgasse. Das ist den Bill, der ist mit nach da hinten gelaufen. Die zwei Generatoren haben sie noch nicht gewagt anzufassen. Da, hi. Wenn Land ist, dann... So. Mädchen wird auch nochmal aufgehangen und dann gucke ich mal nach den Generatoren da hinten, weil davon mindestens einer wahrscheinlich schon relativ weit ist. Der Bill ist mir zu nah. Der ist hier irgendwo in der Nähe.
Ja, war klar. Ja, warte, da ist er lang gelaufen. So, schnappen wir uns den kleinen Mistkäfer hier. So, den erledigen wir auch, weil hier direkt ein Haken ist. So, das warst du selber schuld, wenn du dich vom Gefährdestatus mir dann in den Weg stellst. So, und die Claudette läuft da hinten. Die krieg ich auch noch. So, deswegen mag ich, du hast die Wahl. Weil die dann gefährdet sind, wenn sie jemanden vom Haken retten. So. Jetzt noch Totems machen, ja? Tja. So, und die letzte. Kennst du dich mit dem Game nicht aus? Passiert. Wenn du Fragen hast, frag einfach. Dafür hast du, haben wir ja die Chat-Funktion, ja. Dass ich dir was erklären kann. So, als wenn ich dir was von Link gelöscht erzähle. Ah, was hast du da für einen Link geschickt? Weil der wird automatisch gelöscht. Ich versuche damit so ein bisschen Werbung zu unterbinden im Stream. Ach so, vom Bogenschießen meinst du, ja? Oh, was ein interessanter Pub aus. Hat der gehofft wegen unbeugsam? Ich weiß nicht, ob das der Bill war. Der gehofft wegen unbeugsam, kommt er dann schnell genug wieder hoch, bevor ich den David King aufgehangen habe. Mutig. Also, komm, leveln wir noch ein bisschen. So. Oh, hier kriegen wir wieder schöne Sachen. Und noch ein paar Moris. So. Ruinen. Brauche ich Ruinen? Ich brauche Ruinen nicht wirklich, aber ich will es haben. Ja, das kommt als nächstes. Den letzten Überlebenden zu töten. Komm, nehmen wir den rein. Aber wie gesagt, wenn du eine Frage zu dem Spiel hast, dann schreibst du es mir einfach rein. Dann kann ich dir alles erklären. Und Marc, falls der mal kommt, kann das ja auch eigentlich. Gerade ordentlich mein Stuhl geknallt. Das ist so ein Drecksding. Der. Der Gamerstuhl für 60 Euro ist halt. Sieht halt schick aus, aber wirklich was leisten tut das Ding nicht.
Deswegen weiß ich nicht mal, ob diese Rücklehnfunktion, die das Ding hat, fühlt sich nicht an, als wäre sie gewollt. Es fühlt sich an, als ob da Schaden irgendwo drin wäre. Ich heute Morgen beinahe eine Beule gekostet, als ich was auf den Schrank stellen wollte. Und ich mich zu weit zurückgelehnt habe, weil er damit umgekippt bin. Ja, findest du witzig, wa? Aber nee, lustig war das nicht. Also, jetzt am Anfang ist immer so die Phase, wo ich mich erstmal orientieren muss, wo ich gucken will, wo die Survivor denn alle sind. Deswegen laufe ich die Generatoren ab und zu an, ob schon an einem gearbeitet wird. Weil ein laufender Generator ist klares Anzeichen dafür, dass da schon einer dran gearbeitet hat. Nein, da ist nichts. Nicht, dass jetzt einer. Da wird gearbeitet. Na komm, den hau ich lieber noch klein, ehe mir der zum Verhängnis wird. Ich sehe, dass da drüben an dem gearbeitet wird, deswegen leuchtet der gelb auf. Was ist das Schöne an Überwachung? Hallo Nia. Wow, ins Heu geschlagen. Jetzt haben die den anderen auch angefangen, die Drecksäcke. Ich hab zwar zugeschlagen, aber gut. Nee, kannst du vergessen, Mädchen. So, aber jetzt merkt man schon, dass die Leute langsam wissen, wie eine Taschenlampe funktioniert. Nee, lass sie mal schön weiter runterlaufen, Junge. Bei der Arbeit gestört, ja, das ist mein Job. So, den hier auch nochmal. Hallo Jeff. So. Was? Ich stand doch noch nicht mal davor. Dieses Spiel und Hitboxen. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Hallo Herr Tepp. Was war das? Wieso hatte der auf einmal... Achso, der hat wahrscheinlich einen Strumpfbus drin. Ist verboten. Hi. So, Nummer 1. Ja, das meine ich ja. Ich kann mich nicht beschweren über Reichweiten in dem Spiel. Böse Nia. Die weiß, wie eine Taschenlampe funktioniert. So, jetzt will ich zu dem Generator da hinten, weil der wieder angefangen wurde. Sag ich ja.
Haben die sich halt eben schnell versteckt. Okay, war ich zu langsam. Das ist genau das, was ich meine. Die wissen, was sie tun. Ich hab... Was? Den habe ich nicht getroffen? Ich muss mir den Generator dann noch angucken. Nicht, dass die... Wow, komm schon. Das gefällt mir nicht. Ja gut, der Generator da hinten war noch ziemlich weit unten. Den kriegen die nicht fertig, ehe ich wieder da bin. Und hier die zwei sind noch gar nicht angefangen. Das heißt, ich kann da sofort wieder hin. So, und das haben sie die andere abgehangen und daneben ist ein Generator, das weiß ich. Heißt, meine nächsten Schritte sind auch klar. Die werden sich alle da hinten an den Generator setzen. Wow, komm schon. Also nicht. Einmal nicht. Meinst du ernst, Junge? So. So, selbst wenn sie den zwischenzeitlich hochhalten, ich gehe jetzt erstmal da hinten zu dem Generator. Den machen die nämlich nicht vorher fertig. Wow, da habe ich zu lange gewartet. Oh, das war der Jeff, den sie hochgeheilt haben und dabei verletzt. So, währenddessen hole ich den noch einmal runter, weil dann habe ich beide Generatoren im Blick und kann die weiter suchen gehen. Das finde ich nämlich nett. Siehst du, da sind sie schon.
läuft eine Nia. Problem ist, oh, ich habe doch gerade wen gehört. Oh, das wird jetzt ewig nur hin und her gehen. Furchtbar. Sag ich ja. Der ist noch nicht wieder. Ihr wartet nämlich, dass ich zuerst an den anderen rübergehe. Scheiße. Oh, komm schon. Nee, das war echt nicht meine Räume. Wann sind diese roten Kratzer am Boden? Am Boden. Wenn ein Survivor sprintet, sind die da. Ja, scheiße. Jetzt ist ein Ausgang schon offen. Ja, nee, das lief nicht für mich. Schade. Warum genau war auch der nicht tot? Problem ist, der andere wird an der Luke stehen. Oder? Nee. Der wird wahrscheinlich an einem anderen Ausgang dann sein. Aber das war echt nicht meine Runde. Die lief wirklich schlecht. Ne, die haben gut miteinander gespielt. Da hatte ich keine Chance. Und ich habe auch nicht gut gespielt. Also das kommt nochmal dazu. So. Moment. Ja, gut. Die waren halt auch alle Rang höher als ich, ne? Achso, du hast gefragt, was sind die roten Kratzspuren? Ja, sind halt Kratzer, die Survivor hinterlassen an sich. So ähnlich wie Fußspuren oder ähnliches. Na, wenn die sprinten, hinterlassen die das, sodass ich die was weiter verfolgen kann. So, gucken wir doch mal, was wir hier noch haben. Oh. Was ich mir da wohl nehme. Vielleicht das, was ich noch nicht auf Stufe 3 hatte. Oh, für 60 Sekunden. Sehr gut. Ich hatte auch noch das Morin, ne? Hätte ich die am Ende noch erwischt, hätte ich die Morin können. Das wäre lustig gewesen. Das tue ich nochmal rein. Vielleicht bringt es ja was. Mal schauen. Aber ja, das war gerade wieder so ein schönes Beispiel für das Matchmaking in Dead by Daylight. Ich habe
als Level 18er gegen Level 6, Level 11 und sowas gespielt. Die halt auf einem anderen Niveau sind einfach als ich. Deswegen, da wird man wirklich leicht ausgestochen, wenn die einfach besser sind als man selber, weil man es nicht so trainiert ist, sag ich mal. Ich glaube, ich war auch noch nie mit dem Killer höher als Stufe 16 oder so. Deswegen sind die einfach besser als ich. Oh, davon habe ich immer noch welche. Ne? Ich habe davon so viel. 8 Stück. Ja, die werden mir nicht so schnell ausgehen. Noch die Niamas, die auch schon Prestige-Oberteil hat. Das freut einen natürlich immer zu sehen, weil das heißt, dass sie schon einmal mit deren Charakter auf Level 50 waren und dann auf Level 1 zurückgegangen sind. Das habe ich zum Beispiel in meinem Jeff. Und ich glaube, Oberteil ist auch das erste, was man bekommt. Also ist das ein, ja, Prestige Nummer 1. Heißt, die haben das einmal gemacht. Es geht nämlich bis zu dreimal, dass man das macht. Und dann kriegt man halt immer fürs erste Prestige kriegt man ein Oberteil, was blutig beschmiert ist. Beim zweiten Prestige eine Hose, die blutig beschmiert ist. Und beim dritten ein Kopf, der blutig beschmiert ist. Das ist halt was, was man dann tragen kann. Und sagt, guck mal hier, ich spiele voll gern diesen Charakter. Wobei da leider manchmal nicht so schöne Sachen dabei sind, wo mir zum Beispiel bei Jeff Sachen deutlich mehr gefallen. Da benutze ich nur den Kopf, weil er damit aussieht wie ein Mörder selber. Das Problem halt beim ins Prestige gehen ist, du wirst halt wirklich mit dem Charakter auf Level 1 zurückgesetzt. Du hast deine Perks nicht mehr, du hast die Items, die du an dem hattest, nicht mehr. Das Einzige, was dir erhalten bleibt, sind halt ja die Accessoires. Die hast du ja von Anfang an freigeschaltet, so. So, der Familiensitz habe ich lange nicht gespielt. Das ist an sich eine schöne Map für Amanda. So. Okay. Na, lang gelaufen. Ich wollte die eigentlich davon wegziehen, warum auch immer das nicht geklappt hat. What? Was war das denn? Über COD früher? Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Ich hab die alten CODs nicht gespielt. Oh, der ist mir viel zu weit. Das sind zweimal? Nö, ja, die ist rausgerannt. So. Jetzt gucken wir mal doch mal da hinten, was da so abgeht. Mit dem Prestige. Ach so, das kann sein. Wie gesagt, ich habe ja, Call of Duty ist einfach nicht gespielt. What? Ja, wo ist sie denn jetzt? Hab ich... Ja, ich liebe die Reichweite ist manchmal echt komisch. Vor allem, weil die mit zweierlei Maß manchmal misst. Hab ich das Gefühl. Voilà, ich wollte nicht zuschlagen. So.
So, ich wollte schon sagen, das sind doch frische Kratzspuren. What? Ich hab irgendwie den Abstand falsch gemessen. Verdammt. So. Jetzt hat sich mein Google-Assistent geöffnet. Warum? Komm, lass mich die doch. Darf ich die bitte aufhängen? So, dankeschön. So, da gehe ich erstmal zurück hin, damit ich die nicht aufheben kann. Was? Oh, komm. Manchmal habe ich so das Gefühl, das Spiel mag mich einfach nicht. So. Komm her. Du bist die nervigste von allen. Sag ich doch. So, einmal aufgehoben. Dann gucken wir doch mal, wo ist der nächste Haken? Da drüben. Gerade sagen, ich hätte was gehört. Die eine ist hier in der Nähe, die andere ist da hinten. Wow. So, du warst mir einem Dorn im Auge, du gehst als erstes nieder. Ach komm, häng ich dich auch auf. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Na? So, die versuchen es immer wieder, ne? Habe ich nichts verpasst, meinst du? Ja. Ich bin generell nicht so der Shooter-Fan. Oh, komm. Die eine ist da, die andere ist wahrscheinlich zu nah in der Nähe. Ja, war klar. Das Gute ist, sind die genau schon nicht so in der Nähe. Hallo Kate. Wow. Ich hab's heute echt nicht mit meinem Aim, kann das sein?
Was war das? Okay. Ganz strange. So, nervst. So. Eine da, die andere wahrscheinlich in der Nähe. Ja, war klar. So, dich kriege ich auch noch, Mädchen. Kannst dich drauf verlassen. Sag ich doch. Okay, und ich weiß, von welchem Generator die anderen sitzen. Das ist schön. So mag ich das. So, die hier sollte jetzt auch tot sein, weil sie zum dritten Mal hängt. Da. So. Na, wo ist die letzte? Doch, da in der Nähe. Okay. Ja, man ist sicher, ob verzerren oder in der Nähe. Die taucht schon wieder auf. Problem ist, es ist halt eine Claudette. Die ist schwer zu sehen. Sind doch da hinten geblieben, okay? Hab ich mich vertan. Aber deswegen mache ich den Perk Überwachung. Dummer Fehler, Mädchen. So. Hängen wir dich noch wieder auf und dann gucken wir mal, wo sich Claudette denn aufhält. In der Umgebung. Verzerren dürfte längst aufgebraucht sein. So, und jetzt kann ich gucken. Ein Ausgang ist da, der andere ist da.
Komm, 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 komm. Nein! Die ein Glück. Gamesound, hast du nun gerade bemerkt, dass still ist? Ja? Was meinst du? Da kann ich dir nicht folgen. GG Easy, Mann. Meinst du ernst? Meinst du ernst, Junge? Du hast Glück gehabt, dass du rausgekommen bist. Du hast Glück gehabt, dass du rausgekommen bist. Gamesound ist nicht hörbar. Besser so? Ich meine, das Spiel ist relativ still. Ja, das ist schon... Es ist ein sehr leises Spiel. Übrigens feierliche Erlaubnis, die da alle, die da jetzt gerade aufgetaucht waren und meinten, GG Easy noch schreiben zu müssen. Also von mir feierliche Erlaubnis, gerne mal auf deren Steam-Page gehen und schlechte Kommentare hinterlassen. Bin ich immer für. Man hört gar nichts. Das Spiel. Na gut, ich habe das Spiel halt auf 18%. Aber... Das reicht, man hört nichts. Warum hört man nichts? Das Spiel gibt nichts aus, du hast vollkommen recht. Wo ist es denn? Versucht mal doch bitte. Warum gibt das denn keinen Ton ab? Was soll denn der Scheiß? Dreckspiel. Ist ja voll dumm. What? Warum hört man denn von Dead by Daylight nichts? Ich sehe auch nicht, warum. Man hört halt einfach gar nichts. Sekunde. Warum wird denn mein Desktop-Audio nicht übertragen? Internet Crash Soundbug, das kann echt sein. Ich starte mal eben OBS neu.